Die nachfolgende Sendung wurde durch Spenden ermöglicht. Hattest du auch schon mal so ein Buscherlebnis in guten Zeiten? Oder hast du nur religiöse Erlebnisse, wo du sagst, ich gehe jeden Sonntag in den Gottesdienst und gut ist, das reicht mir, ich bete, ich gebe den Zehnten oder was auch immer, ich tue das, ich tue jenes und so weiter. Ich sag dir, du brauchst so ein Buscherlebnis, wo Gott persönlich zu dir sagt, hier ist heiliges Land, du bist mir jetzt ganz, ganz nahe. Herrlichkeit im Chaos. So habe ich es eigentlich beschrieben heute. Und es ist so, dass wir gerade auf dieser Welt so richtig Chaos haben. Und eigentlich ist unsere Welt kaputt gegangen. Zumindest unsere heile Welt um uns ist kaputt gegangen. Und wir hatten alles früher. Wir sagen früher alles, was man braucht. Und alles in hundertfacher, tausendfacher Nuancen, das gab es in Grün, in Gelb und so weiter. Und heutzutage müssen wir auf Dinge warten, die früher im Regal standen. Ja, jetzt, Herr Gott, warum dieses Chaos? Wir hatten doch alles und es fehlte uns an nichts. Und dann kam die Pandemie. Die man vorher überhaupt nicht wusste, schreibt man die mit IE oder 2E oder so weiter. Das ist ein Wort geworden, fast wie guten Tag. Ja, dann ging es weiter und dann auf einmal, oh, die Pandemie, ja, so einigermaßen läuft alles wieder. Oh, ein Krieg, wer hätte das gedacht, gerade meine Generation, die nie einen Krieg erlebt hat. Uns war klar, dass wir nie mehr einen Krieg erleben, weil die Leute auf der Erde vernünftiger geworden sind, meinte man. Ja, und dann geht es weiter. Ja, oh, ein Erdbeben in Japan. Da war doch schon lang keins mehr. Und jetzt wie groß und wie gefährlich. Ja, wo sind wir angekommen? Man könnte auch sagen, biblische Zeiten. Und ich möchte heute den Mose ziemlich ins Visier nehmen, in den Fokus nehmen. Mose führte das Volk Israel aus Ägypten heraus. Das kennen wir alle, das haben wir in der Sonntagsschule gehört. Das ist so Basiswissen vom Christentum. Wir wissen, er führte sie in die Freiheit. Sie waren unterdrückt, er führte sie in die Freiheit. Und er führte sie in die Freiheit, Wüste. Wow. Nicht nach New York oder irgendwo auf die Malediven, sondern er führte sie in die Wüste, in das Chaos eigentlich. Und wir wissen, wie viel Chaos die gemacht haben, die Israeliten. Ja, es hätte nicht so viel Chaos sein müssen, aber wisst ihr, das kennen wir auch in der Pandemie und auch im Krieg. Wenn Chaos ist, machen es die Menschen noch größeres Chaos, stimmt's? Da kommt noch ein Chaos obendrauf. Und so viele bekommen dann Angst. Aber lasst uns da bei Mose bleiben. Und wir kennen dieses Ereignis. Mose hatte das Buscherlebnis. Das Buscherlebnis. Er war in der Wüste, nichts da, ein paar verdorrte Büsche. Und wer mal mit uns in der Wüste war oder in den Oasentagen, weiß, da ist nichts. Außer in den Oasentagen, da ist ein wunderschönes, eine wunderschöne Oase, wo man klimatisiert essen kann. Das war natürlich bei Mose nicht. Ja, so schön, wie es bei uns war in der Oase oder auch wieder demnächst sein wird, war es da nicht. Und der Busch verbrannte doch nicht. Und er ging hin, der Mose, der erfahrene Wüstenmensch, ging hin und auf einmal redet Gott aus diesem Busch und sagt, zieh deine Schuhe aus, denn da, wo du stehst, ist heiliges Land. Heiliges Land im Chaos.
heiliges Land in der Wüste. Wir stellen uns doch so die Weihnachtsgeschichte vor, weiße Tannen, richtig Schnee. Schnee gibt es sowieso, hat es auch damals nicht gegeben in Bethlehem, aber für uns ist Weihnachten mit Schnee verbunden. Ja, alles so idyllisch. Nein, die Herrlichkeit Gottes war in der Wüste im heißen Sand. Hattest du auch schon mal so ein Buscherlebnis in guten Zeiten? Oder hast du nur religiöse Erlebnisse, wo du sagst, ich gehe jeden Sonntag in den Gottesdienst und gut ist, das reicht mir, ich bete, ich gebe den Zehnten oder was auch immer, ich tue das, ich tue jenes und so weiter. Ich sage dir, du brauchst so ein Buscherlebnis, wo Gott persönlich zu dir sagt, hier ist heiliges Land, du bist mir jetzt ganz, ganz nahe. Das kannst du natürlich auch im Gottesdienst erleben, aber ich habe es auch nicht im Gottesdienst erlebt, wo Gott zu mir gesagt hat, Daniel, boah, ich weiß ja, wie ich heiße, aber wenn das Gott zu dir sagt und du meinst, wo ist der, der hat es gerade eben gesagt, du brauchst dieses Erlebnis, sonst ist die ganze Bibel für dich nur eine Geschichte, die du glaubst und wenn es irgendwo knapp wird, sagst, ich weiß nicht, wo der Gott ist, wie kann er das alles zulassen? Du brauchst für diese Zeit ein Gotterlebnis, wo du weißt, ja, zum brennendes Buscherlebnis und ohne dieses Buscherlebnis ist es schwer, in dieser Zeit zu leben. Du hast dann nur die Perspektive, die die Welt hat. Du machst die Medien an, liest Zeitungen oder Social Media und die ganze Perspektive dieser Welt, wo du sagst, die Welt geht zugrunde und wie geht's mir? Was ist, wenn und so weiter? Gerade in den letzten Tagen sind solche Gespräche, muss ich das und muss ich da aus Reserve schaffen, muss ich das tun, kann das noch sein, kann ich das noch bezahlen und so weiter. Da leben wir mit allen auf der gleichen Welt, aber in der Versorgung leben wir mit unserem Gott. Er hat Lösungen in Bereichen, wo es keine mehr gibt, wo wir auch keine mehr sehen. Hat er Lösungen? Da brauchst du dieses diese Buscherfahrung, der brennende Busch, wo Jesus dir begegnet ist und du sagst, ja, er ist real, er ist der, der für mich da ist. Und Mose hatte dieses Buscherlebnis in der Wüste und das war Gottes Herrlichkeit in der Wüste. Du kannst auch jetzt in diesen Tagen, wo so viel Not und Chaos ist, Herrlichkeit Gottes erleben. Glaubst du das? Und das ist der Punkt, was ich heute wirklich den Finger drauflegen möchte. Wir haben alles im Kopf, was gerade auf dieser Welt schief geht und verschiedene Nuancen. Und wenn irgendwo ein Chaos ist, dann gibt es immer Meinungen von hier rüber, von hier bis hier rüber, alles zwischendrin. Es gibt nicht ein Ja und ein Nein, es gibt alles Mögliche. Drum ist es nicht unsere Aufgabe, uns irgendwo in der Meinung festzubeißen, sondern Herr, zeige mir in dieser Situation deine Herrlichkeit. Herr, lass mich dich erleben in dieser Situation. Schenk mir deinen Frieden, denn ich finde den Frieden schon gar nicht mehr bei den Medien. Mose hatte einen unendlichen Hunger, mit Gott zu erleben. Und das ist so wunderbar, wie der einen Hunger hat. Und so sollen wir auch einen Hunger haben. Er hat den Hunger nicht nur, bevor das Volk Israel herausgeführt hat, sondern der Hunger war ständig, Gott zu erleben. Und er hat den Hunger, das zu erleben, was er noch nicht gesehen hat. In Hebräer 11, Vers 1 steht, der Glaube ist der tragende Grund für das, was man hofft. Im Vertrauen zeigt sich jetzt schon, was man noch nicht sieht. Und das ist das, was du noch nicht siehst, das ist Glaube. Muss ich glauben, dass ein Flügel auf der Bühne steht? Nee. Muss ich glauben, dass Adelmo hier vorne an der Kamera steht? Nee, das ist Realität. Aber das, was wir momentan so brauchen, die Versorgung für die Zukunft
Und Herr, danke, dass du zu mir kommst, dass wir dich erleben, dass wir deine Herrlichkeit erleben. Das ist Glaube. Mose machte 3 Bergtouren und hat da viel erlebt. Und da möchte ich aus zwei Sachen rausgreifen. Bei der zweiten Bergtour war er 40 Tage unterwegs, auch mit dem Josua. Und da lesen wir in 2. Mose 24, Vers 16 bis 18. Als Mose hinaufging, kam die Herrlichkeit des Herrn in einer dichten Wolke auf den Berg Sinai herab. 6 Tage lang bedeckte sie den Berg. Am 7. Tag rief der Herr aus der Wolke Mose zu sich. Die Herrlichkeit des Herrn auf dem Berg erschien den Israeliten wie ein loderndes Feuer. Also Mose war auf dem Berg, die Israeliten, wissen wir, waren im Tal. Vers 18, Mose aber ging weiter hinauf zum Gipfel, mitten in die Wolke hinein, 40 Tage und Nächte blieb er dort. Ja, Mose hat einen Bruder, der hieß Aaron. Und Aaron war bei den Menschen unten im Tal. Mose erlebte in der Wüste die Herrlichkeit. Und Aaron sah von Ferne, guck mal, mein Bruder, da oben ist er. Da ist wirklich was los da oben. Aber hier, ich bin bei den Leuten, die ich schon lange kenne. Und was der Aaron dann tat, wir kennen die Geschichte, er sammelte Schmuck. Er war ja so Goldschmied, er kannte sich aus, den Schmuck zu verarbeiten und hat daraus ein goldenes Kalb gebaut, weil er gemeint hat, also wir brauchen einen Gott, der Mose, der kommt bestimmt nicht mehr runter, so wie es da oben aussieht. Und wir bauen uns ein goldenes Kalb und ihr wisst, wenn jemand begeistert ist, kann er schnell noch andere begeistern. Sie haben ihm den Schmuck gegeben und der Schmuck, wisst ihr, was das war? Das war eigentlich Gottes Geschenk, das Gott ihnen schenkte von den Ägyptern, als sie aus Ägypten gezogen sind. Also das Geschenk, was Gott ihnen gab, haben sie daraus einen Götzen gemacht. Und die Auswirkungen wissen wir, Gott war zornig. Und in der Pandemie, ihr Lieben, in unserer heutigen Zeit, das transferiert, in der Pandemie bauten Christen auch Kälber. Auch Kälber. Man nahm Teile aus der Bibel und hat argumentiert. Man hat Auslegungen gehört und hat die in einem in sein Schema gepasst haben, auf diese Seite weiter ein goldenes Kalb gebaut. Man hat YouTube angeschaut, Stellungnahmen und hat nur die angeschaut, die in seine eigene Richtung geschaut haben und so weiter. Man hat religiöse Lebensstile mit hinein interpretiert und das Ganze gab dann ein goldenes Kalb. Jede Gruppe hatte ihr goldenes Kalb. Egal, was Gott dazu meint, egal, dass Gott auch versorgt, egal, dass Gott auch beschützt, egal, dass Gott uns auch durchführt. Ihr Lieben, und unsere Grundlage ist zunächst das Wort Gottes und nicht in Stückchen. Und dass ich das so erkläre und mir das alles raustue und da erkläre ich das so und tue genau das Gegenteil raus. Aber ich möchte da nicht hängen bleiben. Mose auf dem Berg war das verzehrende Feuer. Gott gab Mose auf dem Berg die Anweisung für die Stiftshütte. Und ihr Lieben, die Anweisung für die Stiftshütte hat er auf dem Berg bekommen und nicht neben den Kälbern, nicht neben den Auswertungen und nicht neben den Statistiken, sondern in der Gegenwart Gottes. Und was ist wirklich die Stiftshütte für uns heute, ihr Lieben? Es war der Wohnort der zukünftigen Herrlichkeit Gottes und heute die Stiftshütte, das Allerheiligste ist heute in dir. Und ihr Lieben, wir sollen nicht irgendwelche Kälber bauen der Meinung, sondern wir sollen die Herrlichkeit Gottes, die in uns ist, bauen in der Gegenwart Gottes. Amen. Ich möchte noch von der dritten Bergtour ein Stück vorlesen, 2. Mose
34, 29. Als Mose mit den beiden Tafeln in der Hand vom Berg Sinai herabstieg, lag ein Glanz auf seinem Gesicht. Denn er hatte mit dem Herrn gesprochen. Mose selbst merkte es nicht. Ja, bei Aaron strahlten die Kälber, bei Mose strahlte sein Gesicht. Preisfrage, welches Strahlen ist das Bessere? Lieben, das ist das, was uns befohlen ist, das ist das, was wir haben können, dass unser Gesicht leuchtet, nicht nur, weil wir die Muskeln verziehen, sondern weil die Herrlichkeit Gottes in uns wohnt. Amen. Bei Aaron liebte menschliche Gegenwart, Mose liebte Gottes Gegenwart. Das heißt nicht, dass du sagst, ach endlich, ich schmeiße jetzt meine ganze Familie raus, ich brauche nur noch Gottes Gegenwart. Nein, wenn Gott bei dir ist, ist so viel Liebe in dir, dass du ein Segen bist, egal wie chaotisch die Welt aussieht. Aaron machte ein menschliches Meisterwerk, diese Kälber. Mose brachte ein göttliches Meisterwerk, die Steintafeln. Aaron hat genau dasselbe an der Seite von Mose erlebt. Er ist mit Mose gegangen, wir wissen es. Mose hat ihn gebraucht, weil Mose gestottert hat, hat er den Aaron genommen, so als Sprecher. Er hat alles selber miterlebt, der Aaron, aber es war seine Entscheidung, ich baue diesen Götzen. Er hat ihn nicht Götzen genannt, sondern mein goldenes Kalb. Es ist aber ein Götze, ein menschliches Werk. Es wurde ja dann auch angebetet, wenn wir die Geschichte kennen. In 2. Mose 32, 13 heißt es, wenn du nun wirklich mit mir bist, dann lass mich deine Pläne erkennen, hat Mose gesagt zu Gott. Und in 2. Mose 33, 18 heißt es, Mose bat, lass mich dich deine Herrlichkeit sehen. Ist das auch dein Wunsch heute? Ist es auch dein Wunsch heute? Und ihr Lieben, Mose hat so viel Herrlichkeit gesehen, nicht nur die persönliche Herrlichkeit, sondern wir sehen hier ein Bild von der Teilung des Roten Meers. Wer hat sowas erlebt? Für wen hat sowas Gott gemacht? Gott schenkte Mose Lösungen nach Lösungen nach Lösungen nach Lösungen im Chaos. Wir wissen auch, dass in der Bibel heißt, dass das Volk Israel murrte. Habt ihr schon mal Christen murren gehört? Mich schon. Ja, die murrten und hatten eigentlich trotzdem alles, aber im Chaos. Im Chaos. Der brennende Busch, ich habe es gerade gesagt, wo er gesagt hat, ich bin, der ich bin. Und da steckt ja alles drin. Und dann im Chaos. Ihr kennt das mit der Schlange und er nahm die Schlange und es wurde wieder zum Stock. Wasser wurde zu Blut im Nil, das hat Mose erlebt. Die Nacht, ihr Lieben, des Lammes und des Blutes, wir kennen das, die Nacht, als sie ausgereist sind aus Ägypten. Und dann die Wolken- und Feuersäule, was für ein Wunder. Das Rote Meer durchquert, haben wir hier das Bild. Er hat Manna vom Himmel regnen lassen. Was ist das für ein Wunder? Wasser aus dem Felsen kam heraus und der Berg mit dem verzehrenden Feuer. Und so weiter und so fort. Alles im Chaos und nicht auf den Malediven mit den Füßen im tiefblauen Meer oder was auch immer. Ich kann euch sagen, Mose hatte Sehnsucht nach Herrlichkeit. Und trotzdem er so viele Wunder, physikalischen Wunder erlebt hat, hat Mose immer noch gesagt, Herr, ich möchte mehr, ich möchte deine Herrlichkeit sehen. Du siehst das große Chaos, das der Feind anrichtet zurzeit. Hast du aber trotzdem das Verlangen, Gott, gerade jetzt möchte ich deine Herrlichkeit sehen. Gerade jetzt möchte ich deine Herrlichkeit sehen. Und ich sage dir, da nimm dir wirklich mal Zeit und mach die ganze Medien mal aus und vielleicht morgens, wenn du noch nicht die neuesten Dinge im Kopf hast und sagst, Herr, begegne du mir. Herr,
Herr, du bist der, der mich weiterführt. Herr, ich möchte mehr. Gibt es da jemanden, der sowas sagt, wo sagt, Herr, ich möchte mehr, mehr? Okay, ein paar sind da, die mehr möchten und Gott sieht auch deine Hand. Sei kein christlicher Tourist, der immer in Gottesdienst geht und sagt, ach schön war's, sei ein Freund von Jesus. Wisst ihr, ein Tourist, ja, mal nach Barcelona, mal nach New York, mal irgendwo in den Norden und so weiter, alles mal schön mal gesehen zu haben, schön mal einen Gottesdienst, schön mal den Pastor gesehen zu haben und den habe ich am liebsten und der sagt für mich die Wahrheit und so weiter. Ich sage dir, alles okay, aber das ist Tourismus. Willst du wirklich deinem Gott begegnen? Willst du wirklich die Herrlichkeit Gottes erleben? Ich sag dir, das andere kannst du ruhig machen, aber wenn du nicht dieses Buscherlebnis hast, wirst du in harten Zeiten nicht durchhalten können. Sei kein christlicher Kirchentourist, habe ich euch schon mal gesagt. Du hast vielleicht schon viel gesehen, aber es gibt mehr. Es gibt mehr. Gott hat verheißen, dass in den letzten Tagen er seinen Geist ausgießen möchte, und zwar wohin? Auf alles Fleisch. Ich glaube, das sind wir gemeint, oder? Wir sind nicht Geist, wir sind Fleisch. Gott schreibt heute nicht mehr auf Stein, sondern in dein Herz. Er hat auf Stein diese 10 Gebote geschrieben. Er schreibt heute in dein Herz. Und ihr Lieben, dieser brennende Busch, er ist in dir. Du musst aber hingehen. Du musst nicht sagen, ich habe Jesus, ich habe mich bekehrt, ich bin ein Christ und ja, also ich lebe durchschnittlich und so weiter. Das ist wirklich durchschnittlich. Ihr kennt die ganze Geschichte von Laodicea. Wir wollen nicht durchschnittlich sein, sondern brennend. Und brennend bist du, wenn du sagst, oh Herr, ich möchte zutreten. Ziehe deine Schuhe aus. Also du musst jetzt nicht zu Hause, gut, zu Hause machen wir es meistens eh, die Schuhe ausziehen. Das ist wirklich ein Bild auch für Reinheit. Herr, alles, was nichts taugt, nimm es weg von mir. Verbrenn alles, was nichts taugt und lass mich wirklich deine Herrlichkeit sehen und erleben. Und ich möchte zum Abschluss noch ein längerer Bibelabschnitt lesen, der eigentlich das wirklich beinhaltet. 2. Korinther 3, Vers 2 bis 3. Ihr seid doch der beste Empfehlungsbrief für uns. Er ist in unser Herz geschrieben und kann von allen gelesen werden. Jeder weiß, dass ihr selbst ein Brief Christi seid, den wir in seinem Auftrag geschrieben haben. Nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Nicht auf steinerne Gesetzestafeln wie bei Mose, sondern in das menschliche Herz. Das ist das, was ich gerade gesagt habe. Und jetzt weiter, Vers 3, 7 bis 18. Schon das Gesetz, das in Stein gehauen war und den Tod brachte, ließ etwas von Gottes Herrlichkeit erkennen. Nachdem Gott Mose das Gesetz gegeben hatte, lag da nicht ein Glanz auf Moses Gesicht so stark, dass die Israeliten es nicht ertragen konnten. Doch wie schnell war dieser Glanz erloschen? Wir alle aber stehen mit unverhülltem Gesicht vor Gott und spiegeln seine Herrlichkeit wider. Der Herr verändert uns durch seinen Geist, damit wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit haben. Ist das nicht gewaltig? Das ist unser Auftrag, ihm immer ähnlicher werden, dass wir leuchten. Mose leuchtet heute nicht mehr, aber heute bist du der Leuchter. Die Herrlichkeit Gottes ist eine größere als sie in Moses Gesicht war. Egal, was du erlebt hast, da ist mehr. Egal, was du erlebt hast, da ist mehr. Hast du Hunger nach noch mehr Herrlichkeit? Amen. Noch mehr Herrlichkeit? Es liegt
an dir. Es liegt an dir. Die Herrlichkeit Gottes möchte sich in dir offenbaren, mitten in diesem Chaos, wo wir leben. Und ich sage dir, es lässt sich leichter erleben, dieses Chaos, wenn du Herrlichkeit erlebst. Herrlichkeit. Ich sage nicht, dass manchmal auch durch dunkle Täler geht. Aber die dunklen Täler heißt es, er führt mich hindurch. Bleib nicht im dunklen Tal, sondern lass dich hindurchführen. Gott möchte dich nicht nur in der Ewigkeit, sondern hier auf der Erde. Er möchte dir seine Herrlichkeit zeigen. Amen. Jetzt auch für Sie. Das Magazin Freude am Leben gibt es jeden Monat neu. Mit ermutigenden Artikeln für Ihren Alltag und aktuellen Infos aus dem Missionswerk. Und wenn Sie das Magazin zum ersten Mal bestellen, erhalten Sie das Buch Du bist wertvoll von Daniel Müller als Geschenk dazu. Gleich kostenlos bestellen. Unser Geschenk an Sie. Alle Sendungen dieses Monats auf einer DVD. Inklusive der Sendung von heute. Melden Sie sich telefonisch oder online und wir schicken Ihnen die DVD Ende des Monats kostenlos zu. Hol dir unser Magazin nach Hause. Natürlich kostenlos. Das und noch vieles mehr findest du auf missionswerk.de. Wir freuen uns auf dich.